Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wir müssen trainieren. Wir wollen nämlich keine Ausgestoßenen mehr sein. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut sie euch gerne nochmal an. War ultra cool. Aloy hat den Fokus gefunden und wir sind jetzt ready to rumble. Genau. Wir wollen keine Ausgestoßenen mehr sein. Von allen Ausgestoßenen, niemand mag uns, niemand darf mit uns reden. Wir wollen zum Nora-Stamm gehören und üben jetzt für die Erprobung. Wie man kämpft, haben wir auch schon so ein bisschen gelernt. Aber ich glaube nicht, dass Aloy schon stark genug ist, gegen solche Riesenmaschinen zu kämpfen. Aber immerhin hat sie den Fokus und versteht ein bisschen was von Technik. Genau. Und die Musik ist auch eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Oh ja, es wird besser. Oh, das ist ein schwerer Sprung. Schafft sie den? Oder auch nicht. Aber natürlich ist sie stark genug, sich da hochzuziehen. Und da sind wir auch schon erwachsen. So schnell kann es gehen, liebe Leute. Wie auch im echten Leben. Man springt und dann ist man erwachsen. Ich kenne das. Ja, ja. Mittlerweile können wir auch schon gegen Maschinen kämpfen. Haben einen größeren Bogen. Ja, ist doch eigentlich ganz cool. Um genau zu sein, ist das eine Lüge. Am meisten Schaden macht man den in der Linse. Also hier drin. Da gibt's am. Also da, das ist eigentlich direkt tot. So. Ziemlich. So. Können wir uns schon frei bewegen? Nein, immer noch nicht. Find's aber toll, wenn alles mit einer Cutscene startet. Ross, wo bist du? Nicht da. Rost? Rost? Vielleicht ist er jagen oder so, keine Ahnung. Wo ist der? Zwei Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Okay. Immerhin. Wir haben 20 Pfeile. Stufe 3 erreicht und ich würde sagen... Ich erkläre euch mal das Inventar. Da... Gibt Fertigkeiten, darum kümmern wir uns auch gleich direkt. Beim Zielen während des Springens verlangsamt sich die Zeit, ein sehr wichtiger Effekt. Das ist jetzt nicht so wichtig. Drücke ganz normal für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt, das ist wichtig. Und mit Shift verlangsamen wir nochmal mehr die Zeit. Das machen wir dann wann anders. Lautlos landen oder Maschinen und Menschen lautlos zu erledigen oder größeren Gegnern schweren Schaden zuzufügen. Also wir machen damit automatisch Schaden. Jetzt haben wir 0 Punkte. Die bekommen wir je nachdem, wie wir ein Level werden. Und das sind halt Sachen, die man wirklich ziemlich zum Schluss erst lernt. Genau. Im Inventar haben wir zum Beispiel... Bogen und Stab, Speer. Es gibt auch noch Outfits, das ist die Rüstung. Modifikationen, die wir auf die Rüstung und auf die Waffen drauf machen können, die sie einfach nur nochmal verstärkt. Rohstoff ist halt das, was sie so allgemein sammelt. Schatzkisten habe ich bis jetzt noch nicht genau herausgefunden. Und Spezialobjekte sind Gutscheine. Genau. Munition, was wir so haben. Fallen und Tränke, genau. Unter Herstellen können wir Sachen craften, zum Beispiel... Munition, immer wichtig. Wir können Reisen craften, also schnell reisen. Hier können wir zum Beispiel die Tragbarkeit vergrößern. Aber dazu fehlen uns noch ein paar Sachen, vor allen Dingen Metallscherben. Die sind sozusagen die Hauptwährung in-game. Wir können diese Tränke machen. Wir können uns ein Outfit modifizieren oder Waffen modifizieren. Die Karte zeigt uns so die Welt von Horizon Zero Dawn. Ziemlich, ziemlich groß. Also so wisst ihr ungefähr, was auf uns alles zukommt. Das ist jetzt der Teil, den wir freigeschaltet haben.
Und hier waren wir noch nicht. Die Quests sind einfach das so, ja, was ist jetzt deine Mission? Wir müssen jetzt zum Beispiel gerade Rost finden. Das steht hier. Und es gibt noch 10.000 andere Nebenquests, die wir aber nicht machen. Im Notizbuch steht einfach alles drin. Zum Beispiel über die Wächter. Was kann man hier alles sammeln? Das Auge, Metallscherben, das und das. Und der Körper, den seht ihr hier. Genau. Hier haben wir einen Läufer, den haben wir auch schon kennengelernt. Das sind diese hier mit ihrer Schwachstelle hier oben. Genau, Sammelobjekte gibt es noch. Das Frozen Wilds DLC kommt dann wahrscheinlich im Nachhinein. Datenpunkte, Statistiken und sonst so Sachen. Wir können uns irgendwas herstellen. Daher Munition. Lohnt sich jetzt aber nicht, weil wir haben 20. Wir können Feuerpfeile machen, zum Beispiel. Das machen wir aber wann anders. Genau, hier, immer wenn ihr was seht, nehmt es mit. Ihr könnt nie zu viel von dem Zeug haben. Also doch, könnt ihr schon, aber ich würde euch empfehlen, trotzdem immer alles mitzunehmen. Wenn ihr nichts mehr mitnehmen könnt, dann könnt ihr davon ausgehen. Yo, ich hab's geschafft. Wir haben jetzt 230 Leben. Wir wollten doch heute jagen gehen. Einen vollen Medizinbeutel. Wohin ist er gegangen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu Rost. Wir haben immer so eine Anzeige, mit wie vielen Schritten es noch dauert. 66 Schritte noch. Kann ja mal einer nachzählen. Was macht der hier oben? Und da oben wartet Rost auf uns. Wenn wir jetzt springen, verlangsamt sich die Zeit, wie ihr sehen könnt. Und damit haben wir bessere. Also haben wir eine höhere Chance zu treffen. Das gleiche gilt auch, dass dieser Schlag jetzt hier, wenn wir neben einer Maschine stehen, stärker ist. Wenn wir beim Schlagen, also Shift und dann schlagen, machen wir einen starken Angriff. Genau. Du bist hier. Ja, bin ich, Rost. Ist alles okay? So, die Verzögerung. Gut, dass ich Spuren lesen kann. Wolltest du allein sein? Ist alles okay, Rost? Nein. Was ist los? Wir müssen reden. Kein Problem. Ich habe über dein Training nachgedacht, Aloy. Du kannst jagen, du kannst überleben. So ziemlich, ja. Aber ich fürchte, eine Lektion fehlt noch. Was? Ich lerne es. Willst du sie jetzt lernen? Natürlich. Ich lerne alles, was du mir beibringst. Hier gab es kürzlich Ärger. Das gibt uns die Chance für diese Lektion, doch sie ist gefährlich. Sei vorbereitet. Oder du stirbst. Ich bin ready für alles. Geh ins Becken hinab und jage, bis du die Teile für Feuerpfeile hast. Okay. Feuerpfeile? Von welcher Art Ärger sprechen wir hier? Wenn du die Teile hast, treffen wir uns hier. Am Tor hinter dem Dorf Mutterherz. Das Nordtor? Am Rande der Umfassung? Ja. Mach dich auf den Weg. Noch was? Kann ich noch irgendwas tun, wenn ich unten im Becken bin? Oh, die kauzige Grata könnte Nahrung brauchen. Besorg ihr eine Wochenration Fleisch. Ich habe keine Ahnung, wer die kauzige Grata ist, aber... Wäre schön, wenn sie mal Danke sagt. Ach, Grata folgt dem Gesetz. Ihr Schweigen ist etwas Ehrenhaftes und nichts anderes. Mhm. Wenn du okay. meinst. Okay, dann holen wir die Teile. Let's go. Ich werde auch bei Kast vorbeischauen. Aloy, dieser Mann bricht das Gesetz, wenn er mit dir spricht. Und ich bin froh darüber. Ich will eine Stolperfalle und niemand sonst verkauft an Ausgestoßene. Stolperfalle, die wir niemals im Spiel wirklich usen. Zumindest ich nicht. Heute Nacht brauchen können. Das klingt geheimnisvoll. Okay. Wir brauchen heute Nacht, also so ein... Okay. Na gut, dann. Irgendwas macht ihm echt Sorgen. Ich will auch sowas haben in echt. Oh nein, nicht sterben. Hier bin ich schon mal gestorben, weil ich dachte, ja, es gibt doch eh keinen Fallschaden in dem Game. So gut ist das Game jetzt auch nicht programmiert. Und was ist passiert? Kam unten auf und... Das Becken... Noch nie habe ich dieses Tal hinter mir gelassen. Das wird sich nach der Erprobung ändern. Da haben wir Fleisch für Grata. Zwei Tage. Zwei Tage, bis ich Antworten bekomme. Wie denn? Zwei Tage. Dann weiß ich, wer sie war. Und warum ich nach der Geburt ausgeschlossen wurde. Als ob es dafür eine Entschuldigung gäbe. Na gut, dann sammle ich mal die Teile für ein paar Feuerpfeile. Ich muss eine Herde suchen. Was brauche ich denn dafür noch? Ja, okay, ich muss wirklich eine Herde suchen. Wir wählen wieder das obere aus. So. Haben wir den Sprung natürlich nicht. Was ist denn Grata? Ist die jetzt
Hier oder da rechts? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber Grata ist hier, weil... Ja? Oh, Vorsicht. Abrollen, abrollen. Perfekt. Oh, wir haben Schaden genommen. Ach komm, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wir suchen also jetzt eine... Oh, hier können wir was mitnehmen. Wir suchen eine Herde, aus der wir so ein paar Sachen herausbekommen können. Beispiel Lohn, die sind wichtig fürs Game, für eben Feuerpfeile. Feuerpfeile bringen... Wobei, wir haben schon ein paar Upgrades. Waren das alle? Perfekt. Es ging sehr schnell, muss ich sagen. Wir müssen nicht geduckt laufen. Wir wollen uns ja hier schnell fortbewegen. Bitte sieh uns nicht. Es gibt kein Zurück mehr. Perfekt, der ist down. Sonst ist hier keiner mehr. Warte, was ist hier? Ist hier... Niemand sonst hilft mir. Wir safen nochmal. Jo. Oh. Ja. Finde ich ganz gut, dass das doch noch so gut geklappt hat. Ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass wir hier drauf gehen. Da ist ein Hase. Hasen können wir auch bekämpfen. Aber weiß nicht, ob ich das jetzt will unbedingt. So, der andere ist hier hochgelaufen. Den holen wir uns auch noch. So, warte, wir machen das ganz geschickt. Wir machen erstmal... Oh nein. Das muss leise ablaufen. Oh. Nein, 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 das war eine schlechte Idee. Wir sind viel zu offensiv da reingegangen. Perfekt, der ist down. Du doch! Heilen! Waren das alle? Ne, da hinten sind noch welche, aber die sehen uns nicht. Okay, wir haben gerade so viel gedingst. Problem ist einfach nur, könnte sein, dass wir ziemlich tot sind. Aber gut, aber gut, aber gut. Jo, ging das ab. Wir haben eine Modifikation erhalten. Die können wir dann jetzt gleich ausrüsten. Die sind nicht billig. Ja, das hätte ich schon noch gern. Ich wusste nicht, dass hier alles so voll ist. Sonst wäre ich da natürlich nicht so offensiv reingerannt. Klar, ich habe gesehen, ja, so ein, zwei sind das schon. Aber halt, ich wusste nicht, dass hier die ganze Welt an Maschinen wohnt. Wie viele sind denn da? Aber gut, ich möchte die ja schon bekämpfen. Ich bin blank. Komplett blank. Ich hab keine Pfeile mehr. Da stellen wir kurz 20 her. Sind das gute oder sind das böse? Oh mein Gott, hast du mich erschrocken. Ich sollte vielleicht nicht so offensiv in dieses Game direkt reinstarten von Anfang an. Okay, alle im Auge behalten. Ihr rennt alle weg. Nein, er greift an.
draufgehauen. Du siehst mich nicht. Bin geduckt. Ganz dringend heilen. Oh Gott, Leute, wir werden so was von sterben. Hier sind noch zwei, die ich noch gar nicht gelootet habe. Ja, gut, also, Notiz an mich selber, K-Storm im Schnitt. Bitte denk bei der nächsten Folge auf jeden Fall daran, dass du deine Zeit nicht damit verschwendest, riesengroße Kämpfe zu machen und dann auch noch so offensiv da reingehst. Der rennt weg. Immerhin einer, den ich sympathisch finde. Okay. Ich glaube, hier müssen wir hin. Was ist denn jetzt mit der Dame, die ihr Fleisch wollte? Ist aber auch nirgends auf der Karte markiert. Es gibt nur noch diesen einen Weg hier. Und der geht noch 200 Meter. Gut, ich fand den Kampf jetzt schon episch. Aber irgendwie auch langweilig, weil der war sehr einfach. Problem ist halt, man wird total geradet. Ein Glück, Fehler. Dass sie nicht mit mir sprechen. Ich wäre bestimmt nicht besonders halt nett. Ja, du musst einfach nur hier lang gehen. Dieses Jahr selbst übertroffen haben. Auf dem Fest ist sicher genug zum Probieren. Hier gibt es nicht rein zufällig ein Lagerfeuer, an dem ich leben kann. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Karst zu kaufen. Hatte ich vor, kann ich mittlerweile diese Munition herstellen? Ja, kann ich. 20 Stück. Hier machen wir auch noch gerade 3. Und dann laufen wir hoch. Dash. Dash. Doppelsprung. Dash. Dash. Wir haben keinen Doppelsprung. Ja gut. Ich höre schon wieder Tiere. Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ja gut. Bitte erwartet das, kann ich, ja, das soll ja auch sicher sein. Wir brauchen aber wieder mehr zum Sammeln. Die Gesundheit geht runter. Die Dings. Heilungsdingsgedöns. Ist der. Hallo Carsten. Heißt der Carsten? Carst. Passt schon. Ist im Prinzip das gleiche. Sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du. Wir sind auf jeden Fall sehr schlagfertig. Gefällt mir. Ja, ich würde handeln. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast die hätte ich gern. Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Ich glaube, die Linse bekommt man, wenn man sie nicht durch die Linse erschießt, sondern wenn man sie durch die Seite erschießt. Weil das wird ja Sinn machen. So. Verkaufen. Da muss man jetzt gucken, was kann man hier verkaufen. Ihr solltet nämlich nicht alles verkaufen. Ich empfehle euch das hier. Lohn braucht man für Munitionsherstellung. Genau, das Fleisch. Ich weiß nicht, wo die Frau ist. Ich würde es noch behalten. Braucht man nicht. Was ist das? Munitionsherstellung. Würde ich behalten. Draht auch. Munition. Fleisch behalten wir. Feuerbrennwurzel brauchen wir nicht. Eisbrennwurzel auch nicht. Und das hier auch nicht. Dann geht ihr einfach auf F. Und ihr verkauft das. Das ist das, was wir jetzt noch haben. Ich will mal gucken, was er noch so im was er im Angebot hat. Wir haben halt noch nicht genug Geld. So. Geld werde ich natürlich offscreen farmen. Also offscreen immer solche Patrouillen mit Dings abernten und dann immer schön sammeln. Damit wir auch hier einmal genug haben. Wenn du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders. Okay. Ja, fände ich auch gut. Ich möchte nicht, dass du dich verletzt. Ist ja schon freundlich genug, dass du an mich verkaufst. Ehrlich. Jetzt sag los. Ja. Ich glaube, das war dann wohl alles. Genau, ich verabschiede mich. Tschüss. Bis demnächst. Ja, wir sehen uns. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Muss ich lang? Ich hab keine Markierung. Ah, doch. Genau, wir können jetzt Tab gedrückt halten und hier unten auf die Dings gehen. Wir bleiben jetzt aber erstmal bei unserem Bogen und gucken, wo Rust ist. Hier. 100. Oh Gott. Ah, das müsste aber survivable sein. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall. Survivable. Was ist das für ein Wort?
Falls euch wundert, warum mein Logo falsch rum ist, ich bin spiegelverkehrt reingesetzt, damit ich ins Gameplay reingucken kann. Ich will hier nicht vorm Inventar sein drücken. Dementsprechend. So viele Nora kriege, aber die mögen mich alle nicht. Die reden ja auch nicht mit dir. Dementsprechend sage ich einfach. Wir können schwimmen, das ist in dem Game möglich. Wir können untertauchen. Und wir können schneller schwimmen. Können wir auch unter Wasser gucken? Nein. Oh, da sind Fische. Wir können so von oben gucken. Sieht ganz cool aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir sehr. Und dann gehen wir jetzt zu Rost am Nordtor. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ziemliche Suri für oben. Scheiß auf. Boah, es regnet. Das finde ich jetzt eigentlich aber nicht so. Komm. Das wird ein guter Kampf. Warte, sind das nur Dinger ohne Läufer? Das hat einfach keiner von denen gehört. Das ist sehr schön. Ich muss den Kampf gewinnen. Da ist ein Läufer. Perfekt, guckt mich halt an. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Nein, ich bin geblendet. Ich sehe nichts. Und schon wieder viel zu offensiv an die Sache rangegangen. Wobei, wir haben uns schon am Anfang sehr gut seeken können. Warum, was wollt ihr jetzt nicht machen? Wir haben eine Wächterlinse bekommen, das ist sehr schön. Die sind nämlich eigentlich ganz gut. Nee, zu euch gehen wir nicht hin. Wir gehen jetzt zu Rost. Einfach hier hoch. Da draußen, außerhalb des Beckens. Das kann nicht nur eine Maschine sein. Da ist er. Ja. Wie es aber hier weitergeht mit Rost, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch die zweite Folge von Horizon Zero Dawn auch so gefallen hat wie mir, dann zeigt es gerne mit einer positiven Wertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und behaltet euren Fokus im Auge. Ciao.